Morgen Teil 2. Wir sind immer Bassano del Grappa und supported. Ein bisschen ist gut gesagt. Ein bisschen deswegen, weil wir ein bisschen sparen müssen, weil wir doch was Längeres vorhaben. Und wir fahren heute auf den Col Fenilon. Das ist, muss ich selber denken, westlich von Monte Grappa. Monte Grappa ist da hinten. Und haben wir jetzt schon einen super Blick. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen mit der GoPro. Es reißt jetzt gerade auf und es schaut echt cool aus. Und also mit den tiefen Nebel und so, wirklich cool. Ja, Straße klassisch wieder drauf, wie es da ist. Wir fahren jetzt die klassische Auffahrt und da gibt es ja zig Trail-Varianten nach. Wir werden mehrere fahren, eine filmen und fotografieren wir durch. Und die restlichen haben wir dann mit weg. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich hab's halt auch feiner, weil die hat heute aber nicht so viel zum Strampeln. Ist aber schon echt ewig. Und morgen hätten wir Sinn, dann wirklich Monte Grappa machen, weil morgen sagt er, da war ganz so schönes Wetter. Und da lassen wir es dann nochmal kochen am letzten Tag. Genau. Heute ist der Tag, wo wir uns sogar fragen, warum wir mit Weihnachten wegfahren oder über den Feiertag biken, weil es ist echt arschkalt herum. Also, und war richtig warm. Ja. Und die letzten Tage waren auch richtig warm. Und da hinten steht sogar ein Polaris umgebaut. Also als Expeditionsfahrzeug mit Schnorchel, LED-Blenden, also Unterbodenschutz. Die nehmen wir ernst herum. Sehr ernst, also ja. Und wir nehmen es jetzt auch ernst, wir gehen jetzt ein Kaffee trinken. Ja. Es ist echt, also es ist nicht, dass du sagst, Uber-Kalt und das Problem ist, es ist halt heute einfach ein bisschen neblig da unten. In der Winter, ja. Und um die Jahreszeit, wenn dann ein Nebel kommt, nachdem das nicht so kalt ist, fühlst du es durch die Feuchten halt von dem Gefühl halt. Es ist einfach Uber, es ist einfach feucht kalt. Ja. Gut, wir sind da. Schau mal an deine Lippen an. Pustelmund machen? Jo, keine blauen Lippen noch. Blau. Nein. Gut. Ja, weil wo sind wir jetzt? Wir sind an den Grat und da gehen ewig viele Trailsäuche. Spazieren wir da raus, das ist geil. Was nämlich steht da oben? Drift Strike World Series. Ja. Muss man jetzt nicht für ernst nehmen, kann man für ernst nehmen. Dir hat es wieder gefallen, gell? Ja. Ja. Die Wicke, das sind Fabel für so Fahrzeuge, die was total unsinnig sind. Das heißt, verachten wir dann etc. Ich eher weniger. Genau, also wer es am V8 oder was hat und die Wickräume ausleichen will für einen Tag, preislich ist alles drinnen, sie feiert. So, jetzt gehen wir da her. Genau, da sieht man jetzt hoch, weil sogar einer da ausläuft. Da hinten ist der Monte Grappa, sage ich so, Bassano del Grappa. Und wir sind jetzt ungefähr auf 1050 Meter herum. Genau, jetzt gehen wir einen Kaffeeschal trinken und dann halten wir euch am Laufen. Sind wir auf dieser Militärstraße, die was eigentlich diesen Kamm angehört oben. Da seht ihr, es reißt jetzt langsam auf. Wir kriegen ein bisschen Sonne und es ist schon gleich nicht mehr so kalt. Und überall da sieht man aus dem Ersten Weltkrieg alles Bauten und Stellungen, also da ist komplett durchlöchert. Es ist so charakteristisch für das natürlich, diese Kornwege fahren sie super. Und die anderen Abfahrten, also wenn ihr die Trail da probiert oder fährst, seht ihr nicht in unserer Beschreibung, der war so, also keine Kornwege sind, oder aus Militär, sondern einfach Steige, die werden dann ein bisschen schwerer, beziehungsweise gehen halt relativ stark voll in die und das eine sind halt so klassische Ballerstrecken, Monte Grappa-Style. Aber schaut gut aus, oder? Super. Akku? Zwei. Hoffentlich sieht man das, ich habe auch noch zwei. Wir haben da den 500er Akku, einen neuen habe ich und die Vicky hat einen von der Saison und von 19er. Wir haben einen Tauscher dazwischen, weil sie wesentlich leichter ist und ich komme mit meinem Gewicht dann ungefähr auf so 650 Wattstunden. Komme so jetzt ungefähr 1600, 1700 bei der Temperatur im Eco-Modus, aber und dann ist auch Schicht im Schacht. Gut, ich habe da aber vorne Magic Mary Ultra Soft und hinten Soft um und wiege jetzt allein Körpergewicht knapp 90 Kilo. Von dem her sagt das brutal. Die Vicky lacht aber ein bisschen, die hat dann meistens noch Akku, wo ich dann schon noch Steckdosen suche. Aber wir helfen schon, gell? Ja. Gell? Mhm. Mhm. Geht los? Ja. Und wir haben so einen kurz vor diesem Gipfel da und akkutechnisch, man merkt, der Akku ist jetzt 9 Monate alt. Der ist schon eher mau, ich habe nur ihn drinnen. Und ja, das ist jetzt ein Zwang, wir wollen ihn schaffen. Zug ist nicht das Thema. Und jetzt sind wir echt auf Spaß.
wir haben es geschafft, wir sind herum. Ja. Wo gekommen? Sind wir ausgegangen mit Alkohol? Ja. Ich muss dann mal schauen, wie weit das jetzt war von der Unterkunft weg, aber ist echt gut ausgegangen. Mhm. Und ja, Aussicht haben wir top, echt mega, wir sind genau im Nebel. Yes! Bamste, man kann denken, irgendwo ist die Sonne da, keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht hat man gemeint, das ist besser als gestern. Ja. Sollte eigentlich ganz schön sein herum. Nein, ist wie es ist. Trotzdem ist es eine mega Tour gewesen, bis jetzt sind wir jetzt Volltag. Ja, genau. Und jetzt haben wir es noch packen, haben wir schnell einen Riegel ein, bevor wir angefrieren und dann geht es wieder dahin. Je tiefer wir euch kommen, desto mehr Licht kriegen wir und desto wärmer wird es. Ihr seht es ein bisschen am Weg. Der Weg ist wirklich atemberaubend, oder? Es ist wirklich unvorstellbar. Also man sieht es da im Boden. Es ist alles komplett mit Steinen verlegt, pflastert. Es sind alle Stufen gewesen einmal. Ich weiß nicht, wie viele Stufen das waren und was das Zeit gebracht hat, in so einem Gelände wie da, so einen Weg euch bauen. Also ich muss sagen, die Seiten, wirklich cool. Ich bin da selber nicht viel gefahren. Und das ist echt ein Highlight da. Er ist nicht leicht zum Fahren, obwohl er recht breit ist, sondern das Lab und die Steine machen ihn recht rutschig, weil er lädt ein zum Ballern. Und man muss dann schon wissen, wo man ihn hinlässt, wo man ihn hinbremst. Aber einfach atemberaubend. Man kann es echt kaum feststellen, also da wo man da ist, dass das überhaupt ausgeht. Und wirklich, wirklich cool. Also top Trail in der Gegend. Sagt die Wicke? Ja. Ist schon mal gut. We'll be right back.
rufen. Mama, al dente, oder? Und dreimal, ja. Al dente. Das Krafttraining ist auch gesagt, wenn man die Tour macht. Ich habe gescheit was rausgeschüttelt. Was sagt sie, ist die Wicke gefahren? Da, wo es um war, ist echt gut gesehen. Hinter mir sind auch Rauschen gesehen, auch gekerst, also wird es passt haben. Kugel bis dann hier, bis auch wahrgekommen. Weil die letzten paar Tage die Wicke haben wir ein paar Kräfte drauf. Ja, ich habe schon ein bisschen. Ja. Es ist wirklich rutschig, es ist echt rutschig. Ja. Und wenn es so nicht gescheit vorne ist, und ich war ja bei dir Sturz gescheit vorne und da hat es mir dann überschlagen. Also echt ein bisschen Respekt, ja. Der Rutschsturz. Gut, das Vorwerk, was ist da wichtig bei solchen Rückenpartien? Ein Rebound nicht zu schnell, weil es schlagt sie bei jeder Stufe, der die Gabe rein. Also die Stufen, wo es zurückgeht, also die Zugstufen relativ langsam, dass es reingehen kann, die Druckstufen relativ schnell, dass es schluckt. Und ein bisschen mehr Sex schaut da auch nicht. Ja, was ist zu sagen? Mir hat es rausgeschossen. Einer von diesen Kollegen da, eine Speiche, ist mal geflogen. Komplett, die war gar nicht mehr drinnen. Müssen wir jetzt einziehen und. Ja, seht ihr das? Hängt drin wie so ein Spaghetti. Müssen wir auch nachziehen. Also, hat ganz schön was angekriegt da. Ja. Aber es war eine wachse Sache. 2 Meter dabei ohne steiner Stufen. Echt genau. Keiner, ja. Ja, was faszinierend ist, wer das gebaut hat. Also ich muss echt mal nachgoogeln. Ich glaube schon Militäranlage, schwarzem Sand, dann doch wieder viele Stufen und so. Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Wachs, wäre bis das sind 1200 Höhenmeter gewesen, nur Stufen. Also wäre. Ja. Also, aber richtig geil, oder? Wiederholungsgefahr, ja. Einer von den geilsten Trails da für mich. Ich habe jetzt echt viel gefahren schon da. Die Seiten jetzt den noch nicht, aber hat mir voll geflasht. Und es ist halt auch geil für Leute, die jetzt nicht wirklich Spitzkant besitzen oder so können, weil die Kurven sind ohne Spitzkante setzen. Es ist zwar schwer, weil halt einfach die Stufen so blöd eingeschlagen sind, also man muss immer kompletten Druck haben, aber sie sind machbar. Also eigentlich auch für die, die es halt mit Spitzkante setzen mögen oder nicht sogar können. Genau. Passt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir drehen jetzt zurück zu unserer Unterkunft. Danke. Die Wiki ohne Akku. Ich habe nur 2 Striche halt. Ja, Management nennt man das. Akkumanagement. Passt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ja. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.